Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock. Im letzten Part haben wir ein automatisches Sandsiebesystem noch aufgebaut. Das habe ich jetzt noch ein bisschen erweitert, um hier einen weiteren Autohammer, damit hier der Gravel ein bisschen schneller zu Sand verarbeitet wird. Ich hoffe, das passt so, weil hier ist halt recht wenig Sand angekommen zum Sieben und ne, doof. Wahrscheinlich brauche ich hier tatsächlich auch noch einen zweiten Hammer, der Stein zu Gravel verarbeitet, aber dazu dann später mehr. Was wir heute machen wollen, ist zumindest den Anfang von Logistics-Pipes oder Logistik-Pipes. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Logistics-Pipes. Okay. Da sehen wir, gibt es hier so einige verschiedene Pipe-Arten, Röhrenarten und so ein paar Maschinchen. Okay. Was wir für die Logistics-Pipes auf jeden Fall benötigen, ist eine Power Junction. Die ist ziemlich leicht herzustellen. Bisschen Eisen, bisschen Redstone. Nichts, was jetzt irgendwie schwierig wäre zu bekommen. So. So. Denn das Logistik-Pipe-System benötigt Strom. Und das kann nicht direkt angeschlossen werden. Das muss halt über diese Power Station laufen. Na gut. Power Junction. Okay. An sich war es das sogar schon. Zumindest für so ein komplettes Basic-System. Was wir jetzt noch brauchen, sind ein paar von den Basic-Logistik-Pipes. Dafür brauchen wir ein goldenes Chipset. Da müsste ich noch welche vorbereitet haben. Cobblestone-Transport-Pipes, Diamant-Transport-Pipes. Hardened Glass und Redstone Torch haben wir auch soweit alles da. Das Hardened Glass ist dieses hier. Moment, davon brauchen wir wie viele? Zwei, glaube ich. Ja, zwei davon. Das ist jeweils ein normaler Glasblock mit Cobblestone bzw. mit Diamanten. Das heißt, da nehmen wir uns das Glas, was wir hier gerade noch haben. Mit Diamanten Cobblestone habe ich noch da. Und dann brauchen wir noch einen Redstone und einen Stick. Und was war's noch? Ach ja, das goldene Chipset. So, da wollen wir doch mal ganz kurz hier nach unten schauen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich hätte da einige schon vorbereitet. Offscreen, ja. Weil das dauert halt ewig und lutscht meine Batterien leer, weil so viel Strom produziere ich noch nicht, wie die ganzen Laser verbrauchen. Und ja, gut. Dann haben wir hier schon mal Glas mit Kobbel und dann Glas mit Diamanten. So. Und dann haben wir alles für die Basic Logistik. Nee, noch nicht ganz. Ich brauche natürlich noch die Redstone-Fackel. So, jetzt haben wir alles für die Basic Logistic Pipes. Die Basic Logistic Pipes werden wir tatsächlich relativ selten verwenden. Denn die sind einfach teuer. Die brauchen wir aber für diverse Crafting-Rezepte und so weiter. Für den tatsächlichen Transport nehmen wir die Unrooted. Diese Unrooted Transport Pipes. Die transportieren das Zeug schneller, was wir transportieren wollen, haben aber keinerlei Erkennung, wo das Zeug hin soll. Das heißt, wenn irgendwo eine Kreuzung ist, wo es mindestens zwei Wege gibt, wird halt nach Zufall dann einer der Wege ausgewählt, ob das jetzt der richtige ist oder nicht. Und dadurch dauert das teilweise recht lang, bis alles da ist, und das ist doof. Und deswegen
nutzt man an der Stelle dann die die Basic Logistics Pipes, denn die können das. Die können sortieren, ah, okay, das Zeug soll da und dahin. Gut, dann schieben wir das da und dahin. So, deswegen heißen die anderen auch unrouted, weil die geben halt keine direkte Route vor. So, okay. Damit haben wir jetzt hier schon mal den Anfang. Und mit diesem Anfang gehen wir einmal nach unten. Da habe ich hier auch schon ein bisschen vorbereitet, dass hier ein bisschen Strom mit hier nach drüben geführt wird. Dann packen wir nämlich einmal die Power Junction dahin. Das ist vollkommen ausreichend. Hauptsache, hier ist halt irgendwie Strom dran. Und alles Weitere kann jetzt von dort ausgehen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen hier mindestens einmal einmal so eine Basic Logistic Pipe. Die ist jetzt verbunden. Das heißt, das System kriegt hier jetzt Strom. Ist schon mal schön. So, alles Weitere kann dann mit den Unrooted Pipes passieren. Sehen halt fast identisch aus, nur dass da dieser komische rote Punkt fehlt. Der eben sagt, dass man, dass da Strom drauf ist. So, hier haben wir jetzt natürlich einen Anschluss zu unserem Lagersystem. Da können wir aber nicht einfach so eine normale Pipe ranlegen. Dafür brauchen wir die die Provider Logistic Pipes. Aber da wir dort auch Sachen wieder reinpacken möchten, zumindest später, ist ein Provider Pipe gar nicht mal das Beste. Sondern wir nehmen stattdessen die, wo haben wir sie? Hier, die Chassis. Und zwar nicht Mark 1, sondern Mark 2 mindestens. Denn wir müssen da zwei Module reinsetzen. So, die sind relativ leicht herzustellen. Bisschen Eisen um so eine Basic Logistic Pipe drumherum. Gut, das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Bisschen Eisen habe ich hier auch noch in der Dingens drin. Hier im Crafting Table. Von daher haben wir jetzt hier ein Chassis. So. Ja gut. Behalte ich mal das Eisen noch bei mir. So, zusätzlich zum Chassis brauchen wir dann auch noch ein Provider-Modul. Dafür brauchen wir hier natürlich ein bisschen mehr Zeug. So, das Blank-Modul ist ein bisschen Papier, Eisen und Quatsch, Gold und Redstone. Ist jetzt nicht wirklich kompliziert herzustellen, was sehr schön ist. Denn ansonsten wäre das ein bisschen nervig. Gut, habe ich hier noch irgendwo Papier rumliegen? Ich meine, ich weiß, ich habe noch mehr als genug Zuckerrohr. Aber wenn wir hier schon Papier irgendwo haben sollten, was wir aber tatsächlich nicht haben. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten wir es nicht. Dann hätten wir das halt verwenden können direkt. So, ach Quatsch. Da brauchen wir doch hier nochmal einen Crafting Table. Ja, komm. So. Verarbeiten wir mal alles zu Papier, weil warum nicht? Warum denn nicht, ne? So, nehmen wir uns hiervon ein bisschen was, hiervon ein bisschen was. Und dann haben wir hier einmal zack, zack, Blank Modules. Sehr schön. So, und dann brauchten wir das Provider-Modul. Ja, erstmal in Mark 1. Dann nehmen wir wahrscheinlich auch das Gold Gear, denn, ne, warum nicht, ne? Warum sollte ich da eins der Chipsets verballern, wenn ich da auch einfach wenn ich doch einfach ein Zahnrad und ein bisschen Redstone verwenden kann stattdessen. So, dann kommt das so, dann kommt hier wieder eine Basic Logistic Pipe rein.
Das ist das einzige Problem, die braucht man halt für die... Ach Quatsch, nicht die Basic Logistic Pipe. Diese Logistic Pipes braucht man halt für die ganzen Crafting-Rezepte. Um die anderen besonderen Logistic Pipes herzustellen. Dadurch, braucht man von denen halt doch mehr als eigentlich notwendig. So, ach ja, habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Ich habe die Schmelze hier ein bisschen nach links versetzt, um hier noch eine zweite Reihe Lava hinzusetzen, um mehr Obsidian herzustellen. Einfach weil, warum nicht? So, unser Provider-Modul. Sehr schön. Wir bleiben hier erstmal bei dem Tier 1. Weil so ein Diamant-Gear, ein Gold-Gear mit 4 Diamanten ist jetzt an sich auch nicht so teuer. Oder halt ein Diamant-Chipset, nur das kostet dann wieder. Na, schauen wir mal. Wie auch immer, was wir noch brauchen, ist ein normales Item-Sync-Modul. Wo haben wir es denn? Hier. So, da braucht man ein Eisengear oder ein Eisen-Chipset. Grünen Farbstoff in irgendeiner Form und auch wieder 2 Redstone. Gut. So, das Eisengear. Machen wir auch gleich noch hier. Zack. Und dann gehen wir hier einmal zu meinen Kakteen. Holen uns 2-mal Kaktusgrün. Packen das schon mal hier hin. So, wie weit bist du? Brauchst noch ein bisschen. Na gut. So, was wir dann aber auch noch benötigen. Dann haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, Sachen aus dem Inventar rauszunehmen. Also aus den Storage Drawern hier drüben. Wir haben eine Möglichkeit, dort Zeug wieder reinzupacken. Zumindest theoretisch haben wir eine Möglichkeit, dort Zeug rauszuholen und reinzupacken, denn wir haben dafür noch kein Interface. So, das Interface dafür. Ups. Ja, da kommen wir gleich zu, wenn ich das hier dann einmal angebracht habe. So. Dann hier einmal das Chassis ran. Und hier brauchen wir dann unseren Crescent Hammer, um dort Zeug reinzupacken. So. Hier sagen wir dann einmal, das ist die Default-Route. Das heißt, alles, wo er nicht weiß, wohin damit. Soll er da reinschmeißen? Oder soll er versuchen, dort reinzuschmeißen? Sagen wir es so. Okay. Was ich dann noch machen werde, ist einmal hier den Block entfernen. Ach, eigentlich kann ich hier auch schon direkt die Unrooted Pipe ransetzen. So, dann haben wir hier jetzt nämlich schon mal einen Weg, um an das Zeug ranzukommen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo ist das? Hier. Okay. Ich hätte mir einen besseren Ort gewünscht, aber ja, egal. Egal, dann packen wir die hier hin, dann werde ich das Zeug noch ein bisschen umräumen und ja, passt schon. Gut, was wir nämlich dann noch haben möchten, ist ein Logistics Request Table. Dafür brauchen wir 2 Diamant-Chipsets. Das heißt, die werde ich definitiv schon mal in Auftrag geben. Denn ich wüsste nicht, dass wir davon noch welche haben. Wäre mir neu. Ich gucke nochmal, ob ich da vielleicht auch schon irgendwann mal was vorbereitet habe. Aber es sieht mir nicht so aus. Nö, ich sehe nichts. Okay. Die werden jetzt meine Batterien auch mal ein bisschen leer fressen. Ist mir aber egal. So. Dann einmal die 2 Diamanten rein. Diamant-Chipsets. Brauchen was? 800.000 jeweils. Okay, 2 Millionen sind da drin. Das heißt, es reicht definitiv. So, aber wir sehen hier schon, wir brauchen das Ganze in einer Soldering Station. Das heißt, wir müssen auch noch eine Soldering Station bauen.
Die ist aber kinderleicht. Ja, also da lohnt sich gar nicht drüber zu reden. Das ist ein bisschen Eisen, was wir noch haben. Ein Crafting Table, den ich, wo ich irgendwann mal viel zu viele von hergestellt habe. Und einmal Redstone. So, zack, hier. Eine Lötstation. Okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die hier am Netz angeschlossen sein muss. Ich bin mir da gerade echt unsicher. Ich weiß, hier muss ein Eisen drin sein, damit der überhaupt irgendwas macht. So, was brauchen wir hier noch? Nochmal ein Crafting Table. Okay. Stone Bricks. Ah ja, gut. Bisschen Stein aneinander gekloppt. Kein Problem. Dann eine Crafting Logistik Pipe Mark 2 und eine Request Logistik Pipe Mark 2. Ist in Ordnung. Ein Hopper und eine Kiste. Gut. Dann haben wir hier einen Hopper, hier eine Kiste. Dann brauchen wir 4 Stone. So. Also Hopper, Kiste. Stone Bricks. Da und da. Und dann die Crafting Logistic Pipe Mark 2, wofür wir natürlich erstmal eine normale Crafting Logistic Pipe brauchen, logischerweise. Dafür brauchen wir mehr von den Basic Logistic Pipes, die wir aber noch haben. Das ist gut. Das ist gut, wenigstens etwas. So. Dann wollen wir uns einmal ein Holzzahnrad herstellen. Das sind einfach 4 Sticks. Da drumrum dann ein bisschen Cobblestone für ein Steinzahnrad. So, so und so. Damit haben wir schon mal eine Crafting Logistic Pipe. Und die Mark 2. Hier. Gold Gear und Redstone. Na komm. Da wollen wir mal nicht so viel Gold verbrauchen. Wobei, ich habe mehr als genug davon. Aber trotzdem. Und da nehmen wir uns das Ding einfach mal hier raus. So. Haben auch die beiden Diamant-Chipsets schon fertig. Das ist schön. Und können dann einmal, zack, eine Mark 2 herstellen. Dann kommt ihr mal da rein. Und, Moment, du kommst da rein, so. Okay, Moment, der Hopper kommt natürlich in die Mitte. Stimmt, weil wir hier noch ein Crafting Table oben brauchen. So, und die Request Pipe braucht auch ein Diamant-Chipset. Ach, ehrlich, okay. Und eine normale Request Pipe, was zum Teufel. Okay, teuer. Also verhältnismäßig. Na komm. So. Das machen wir jetzt aber auch wieder hier drin. Weil wir jetzt 2 Gears benötigen. Komm. Schmeißen wir das da rein und gut ist. Okay. So, und dann halt auch noch ein Diamant-Chipset. Ja, gut. Machen wir. Ob ich jetzt ein Diamant-Chipset herstelle oder ein Diamant-Zahnrad, ist jetzt kein großer Unterschied von den Kosten her. Von daher, egal. Komm, mach mal noch eins. Ich meine, wir arbeiten hier mit 1000 Redstone-Flux pro Tick. Das heißt, in 800 Ticks ist der durch. Durch 20 sind wir bei 40 Sekunden. Naja, wir sehen, es geht ordentlich schnell. Von daher beschweren wir uns mal nicht und nehmen das dann einfach mit, wenn es fertig ist. Was gleich der Fall sein dürfte. Ja, braucht doch länger als gedacht, aber hey. Dann nehme ich auch gleich ein bisschen von dem harten Glas noch raus, um das dann oben in unser Lager reinpacken zu können. Und vielen Dank für den Diamanten. Für das Diamant-Chipset. Okay. So.
Dann schmeißen wir hier aber tatsächlich schon mal ein bisschen Zeug da rein wieder. So viel Zeug zum da reinschmeißen habe ich jetzt gerade gar nicht. Was ein bisschen doof ist. Aber okay. So, ich werde mal hier wieder das Ding reinpacken. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal keine Zahnräder mehr. Hoffe ich. So. Na dann. Also, Gold und Eisen und eine Basic für eine normale Request Logistik Pipe. Und da nochmal ein Diamantchipset drauf für eine Mark 2. Die packen wir dann mal hier mit rein. Und wahrscheinlich braucht er doch hier eine Verbindung zum System. So ein Mist. Na gut, ist mir jetzt gerade mal egal. Ist zwar eine kleine Verschwendung. Ja, okay. Braucht eine Verbindung zum System. Die hier nehme ich gleich wieder weg. Und genau. Damit haben wir jetzt hier einen Logistic Request Table. Sehr, sehr schönes Zeug. So, ich überlege gerade. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich hier die Logistic Pipe rausschauen lasse. Und hier dann den Request Table ransetze. So habe ich nämlich die Möglichkeit, hier noch ein bisschen was drumherum zu setzen, was eventuell auch mit der Logistic Pipe verbunden sein muss, wie zum Beispiel die Soldering Station. Falls wir die nochmal für irgendwas benötigen. Und dann habe ich das hier halt alles beisammen. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. So, hier haben wir jetzt an einer Stelle die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen, was sich da drin befindet. Und wir können nicht nur hier drauf zugreifen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, oh, ich brauche, keine Ahnung, ich brauche 3 Diamanten. So, dann kann ich hier nach Diamanten suchen. Sage ich hier, ich hätte gerne 3 Stück. Sage Request. Sehe hier im Chat, okay, der Request war erfolgreich. Das heißt, das ist auch wirklich da. Und hier sind die Diamanten. Und wenn ich die dann nicht mehr brauche, schmeiße ich die hier ins Sort rein und die werden zurück ins System gepackt. Das ist schon mal sehr schön. Damit haben wir hier schon mal einen Anfang. Und was halt, Entschuldigung, was halt auch sehr schön ist, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel, ich überlege gerade, wenn ich zum Beispiel einen Crafting Table herstellen möchte. So. Dann kann ich jetzt hier Shift links klicken. Na gut. Wähle dann hier natürlich noch aus, was für ein Material genau. Übers Most Likely nimmt halt das, wovon ich am meisten im Inventar drin habe. Sage dann. Dann ist das hier drin. Und jetzt kann ich sagen, okay. Davon hätte ich ganz gerne ein Stack. Ah, okay. Für ein Stack habe ich nicht genug Holz. 10 Stück. Jetzt requestet ihr mir 40 Holz hier raus. Und ich könnte, wenn ich jetzt hier direkt auf den Tisch draufklicke, einzeln die Crafting Table herstellen. Was ich nicht mache, weil ich brauche keine. Aber das ist schon mal eine schöne Erleichterung. Was aber auch eine schöne Erleichterung ist, ist, dass man hier jetzt ein automatisches Crafting bauen kann. Und zwar über die Moment. War man hier über den Logistics Crafting Table. Der ist erstmal auch leicht herzustellen. Ein Stone Gear, eine Chest und ein bisschen Holz. Jetzt nichts, was irgendwie schwierig wäre. So, das heißt, und wir können hier jetzt auch der Fuzzy. Ah, nur ein Nether Quartz noch mit drauf. Okay. Der Fuzzy gibt uns halt gibt die Möglichkeit, dass er nicht nur mit dem Material arbeitet, das explizit drin steht. Also wenn dort drin steht, dass Oakwood verwendet werden soll, dann könnte er auch anderes Holz verwenden, wenn es denn da ist. Was ganz praktisch ist.
Gut, also wir brauchen auf jeden Fall ein Stone Gear, denn davon habe ich keins. So, dann request mal hier doch mal die 4 Sticks für ein Holzgear. So. Dann können wir auch hier direkt das Rezept reinpacken. Oh, hier ist irgendwo ein Zombie. Wo kommst du denn her? Wahrscheinlich hier von der Baumfarm. Oder natürlich hier aus der Ecke. Stimmt, durch die Erweiterung fehlt hier die eine Fackel drin. Beziehungsweise durch das Umsetzen. Okay, so, damit haben wir jetzt unser Stone Gear. Dann nehmen wir von hier drüben einmal den Crafting Table, den wir schon haben. So. Dann sagen wir noch, ey Leute, wir brauchen hier aber auch noch eine Chest. Das war das falsche Chestrezept. Fast. Das hier hätte ich gerne. Dankeschön. Einmal bitte. Vielen Dank. Und dann haben wir soweit alles. Das Einzige, was ist, wenn ich jetzt hier auf Plus drücke, sagt er mir, ein Stone Gear, eine Chest und ein Crafting Table fehlen. Obwohl das schon hier drin ist. Weil er versucht, das dann wirklich alles hier aus dem System zu ziehen. Was wir aber machen können, ist über diesen Button mit der Tilde nur noch das requesten, was aktuell noch nicht da ist. Was auch ziemlich cool ist. Gefällt mir. Ach, ehrlich jetzt. Meine Fresse. Nervige Viecher. So. Gut, damit haben wir unseren ersten Crafting Table. Davon werden wir noch einige brauchen. Das ist jetzt nur erstmal so als Beispiel. Das werde ich auch, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, offscreen machen. Denn, ja, es ist halt einfach langweilig. Wenn ich jetzt einfach die ganzen Crafting Table herstelle und bla. Nee. Nee, muss nicht sein. Also, finde ich persönlich. So, und zwar werden wir die dann hier lang abgehend ransetzen. Das ist dann einfach der kürzeste Weg. Ja, der requestet hier die Items raus und die gehen dann hier direkt zu unserem Auto-Crafting. So, den packen wir mal direkt dorthin. So, jetzt müssen wir ihm noch sagen, was der überhaupt herstellt. So, und zwar, ich glaube, es geht aus NEI raus, ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen machen wir das mal lieber auf dem offiziellen Weg in Anführungszeichen. So, und weil es einfach schneller geht. So, nehmen wir uns die einmal hier raus. Ich brauche sowieso noch dann eine Crafting-Logistik-Pipe. Das ist auch mit einem Stone Gear, okay. Das heißt, wir nehmen hier gleich mal ein bisschen mehr. So. Und zwar. Zack. Und mein Koppel liegt hier drin. Der Vorteil ist, man kann die Logistik Crafting Pipes auch als Lager missbrauchen. Das mache ich auch ab und zu mal. So, mir soll jetzt erstmal die Mark 1 ausreichen. Die höheren Crafting Logistik Pipes sind einfach dafür da, dass man mehr Items gleichzeitig craften lassen kann. Sprich, der macht eine auf einmal. Die Mark 2 macht 16 auf einmal. Die Mark 3, wenn ich sie jetzt hier irgendwo finde, macht ein ganzes Stack auf einmal. Das heißt, wenn ich viel herstellen möchte, ist halt die Mark 3 die sinnvollste. Aber dafür brauchen wir halt auch einen Nano-Hopper, was 8 Hopper sind. Und erstmal brauchen wir die Crafting Mark 2, wofür wir auch nochmal ein Goldchipset ist jetzt nicht so das Problem, aber
es ist erstmal nicht wichtig. Erstmal ist es ja nur zum Zeigen, ne? Erstmal will ich euch ja nur zeigen, wie es funktioniert. Und das können wir auch so machen. So. Und zwar, was wir hier jetzt tun wollen, wir schmeißen die einmal daran. Jetzt können wir dem hier sagen, hier, du machst bitte dieses Rezept. Und dann können wir hier sagen, wenn du, hier kommen 4 Sticks rein und ein Woodgear kommt dabei raus. So. Und wenn wir jetzt einmal zu unserer Logistikpipe gehen, zu unserem Logistik Crafting, ne Moment, Logistik Request Table. Diese Namen, ey. Also, wir gehen jetzt einmal hier zu unserem Request Tisch und haben hier jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, zeig mal bitte nur das an, was gecraftet werden kann. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche ein Woodgear und requeste das, haben wir 2 Sticks zu wenig. Okay. Hier arbeitet man tatsächlich damit, dass man nach und nach alle Rezepte, die man regelmäßig benötigt, über die Logistic Crafting Table abdeckt. Das heißt, dass man dem sagt, okay, aus einem Oakwood machst du 2 Holz, aus 2 Holz machst du 2 Sticks und dann nimmt er sich da halt auch die Sticks direkt. So, also nochmal, wir wollen ein Woodgear und da haben wir es. Das heißt, was jetzt passiert, ich sage, wir brauchen ein Woodgear, er zieht sich die 4 Sticks, die er dafür benötigt, packt die in den Crafting Table und schickt das Ergebnis dann hier zu uns zurück, weil wir haben das ja requested. Ist eine ziemlich, ziemlich geile Sache und damit kann man dann ganze Farmen bauen. Okay, ich muss gerade mal kurz schauen. Ich weiß, es gibt ein Item, mit dem ich automatisch Label drucken kann, die mir dann halt direkt sagen, was genau wird wo hergestellt. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie es heißt. Das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Problem. Nee. Hier in der Mod ist der nicht mit drin. Ich habe das Ding schon gesehen, nur wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie genau es heißt. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann zeige ich euch das in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier zwischen den Folgen auf jeden Fall noch so ein paar Basic-Rezepte durch die Automatisierung herstellen lassen. Und zwar auf jeden Fall alles, was wir für das Herstellen von Logistics Crafting Tables benötigen. Einfach, damit ich die direkt frisch requesten kann, wenn ich neue brauche. Ja, das heißt, ich werde ihm noch beibringen, woher kriegt er Holz? Wie funktioniert ein Stone Gear, ein Crafting Table, eine Chest und halt der Logistics Crafting Table. Das mache ich jetzt auf alle Fälle noch zwischen den Folgen. Und alles Weitere dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also, ist jetzt meine persönliche Vermutung. Werden wir sehen. Hier werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen aufräumen. Weil sieht scheiße aus. Aber gut, das soll es dann erstmal von meiner Seite aus für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.